Sie sind hier, 19. Januar 2019, 20.38 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Der Dresdner SC gewinnt gegen den USC Münster in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Der Dresdner SC feiert gegen einen Tabellennachbarn einen souveränen 3:0-Erfolg in der Volleyball-Frauen-Bundesliga und hält so den Anschluss an die Spitze. Die Volleyballdamen des Dresdner SC haben nach der Niederlage gegen Navarro Straubing eine Reaktion gezeigt und den direkten Konkurrenten USC Münster klar besiegt. Spielplan der Frauen-Bundesliga: Der Tabellendritte feierte am Samstag einen souveränen 3:0-Sieg, 25:21, 25:12, 25:19, konnte so den Anschluss an die Tabellenspitze halten und die auf Rang 4 platzierten Münsteraner distanzieren. Erfolgreichste Spielerin beim Gastgeber, der nach der letzten 2:3-Niederlage gegen Straubing wieder in die Erfolgsspur zurückkehrte, war Lena Stiegeroth mit 14 Punkten. Tabelle der Frauen-Bundesliga: Es war ein schönes Spiel. Die Halle war voll, die Stimmung super. Und mit der Reaktion heute haben wir gezeigt, dass wir eine tolle Truppe haben, die Charakter besitzt. Es war nicht leicht nach Mittwoch, aber wir sind genau mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen, sagte DSC-Trainer Alexander Weib nach der Partie. In den weiteren Samstagsspielen der Volleyball-Frauen-Bundesliga setzten sich die Ladies in Black Aachen mit 3:0, 25:19, 25:17, 25:21 gegen Schwarz-Weiß Erfurt durch. Der Schweriner SC schlug Navarro Straubing ebenfalls mit 3:0, 25:16, 25:19, 25:23. Volleyball auf Sport1. Die Volleyball-Bundesliga der Frauen und der Männer hat weiterhin auf Sport1 ihr zu Hause, mit deutlich mehr TV-Live-Spielen als zuvor. In den Spielzeiten 2018-2019 bis einschließlich 2020-2021 wird Sport1 Deutschlands höchster Volleyballliga eine große Bühne geben und regelmäßig Spiele der Hauptrunde und Playoffs live im Free-TV übertragen. Dazu hat die führende 360-Grad-Sportplattform im deutschsprachigen Raum eine Lizenzvereinbarung mit der 1. Volleyball-Bundesliga, VBL, über die kommenden 3 Jahre exklusiv für Deutschland, Österreich und die Schweiz geschlossen. Die Kooperation beinhaltet pro Saison insgesamt mindestens 33 Hauptrunden- und Playoff-Partien der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Sendetermin wird in der Regel der Mittwochabend sein. Bei den Männern werden pro Saison mindestens 12 Partien der Hauptrunde und Playoffs abgebildet. Der Sendetermin wird in der Regel Donnerstagabend sein. Zum Rechtepaket gehören zudem die Halbfinalspiele im DVV-Pokal bei den Frauen und Männern, der Supercup vor Saisonstart und die Verwertung von Highlight-Clips auf sport1.de und den mobilen Plattformen von Sport 1. Der 12. Spieltag im Überblick: Samstag, 19. Januar. Dresdner SC, USC Münster 3:0, 25:21, 25:12, 25:19, Ladies in Black Aachen, Schwarz-Weiß Erfurt 3:0, 25:19, 25:17, 25:21, Schweriner SC, Navarro Straubing 3:0, 25:16, 25:19, 25:23, Sonntag 20. Januar, Potsdam 1. VC Wiesbaden Allianz MTV Stuttgart, Rote Raben Wilsbiburg vor Berlin, VfB 91 Suhl. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr